Seit dem 1. September ist der 53-jährige Dietmar Berndt das neue Stadtoberhaupt von Böhlen. Ja, es stand dann die Entscheidung an, dass die Vorgängerin, die Amtsvorgängerin Maria Gangloff, ausscheidet aus Altersgründen und das Amt neu zu besetzen war. Und ja, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, mich mit zur Wahl zu stellen. Und die Bevölkerung hat gewählt und somit bin ich Bürgermeister in Böhlen geworden. Der ehemalige Geschäftsführer der Kulturbetriebs GmbH oder wie Einheimische sagen, der Kulturhausleiter, lebt schon sein ganzes Leben in Böhlen. Und so weiß er, welche Ziele in den nächsten Jahren verfolgt werden müssen. Ja, die Entwicklung in Böhlen ist ja gut sichtbar und daran wollen wir natürlich anknüpfen und Böhlen weiterentwickeln, dass es ein wohnenswerter, lebenswerter, liebenswerter Ort wird und bleibt. Und ich denke, gute Voraussetzungen sind da. Es gibt noch einiges für die Zukunft auch zu tun und das werden wir jetzt angehen. Nächste Zeit konkrete Ziele, Erhalt des Kulturhauses und des Leipziger Sinfonieorchesters, was ja gerade auf dem Prüfstand steht, wieder mal. Die geplante Sporthalle, die an der Schule entstehen soll, abhängig von Fördermitteln. Hatten wir gestern gerade eine Beratung dazu mit den Vereinen, die ihre Wünsche einbringen konnten, was den Platzbedarf betrifft. Und die Schulen, die natürlich dort auch den Schulsport stattfinden lassen. Bereits von 1999 bis 2012 war er parteiloser Stadtrat in der SPD-Fraktion. Mit der Berufung zum Kulturhausleiter musste er dieses Amt jedoch ablegen. Nun kann er wieder aktiv an der Gestaltung der Stadt mitwirken. Und das will er mit vereinten Kräften realisieren. Wir sind bereit, immer gesprächsbereit, auch für die Bürger irgendwelche Anregungen einzubringen, die zur Verbesserung in der Stadt oder um die Stadt herum dienen. Und was ich mir wünsche, ist eine größere und regere Beteiligung an den Stadtratssitzungen. Dort sind die Themen eigentlich alle auf der Tagesordnung, die die Stadt zurzeit und in Zukunft bewegen werden. Und es wäre schön, wenn da die Bürger teilnehmen und sich auch einbringen. Es gibt immer eine Fragestunde vor und danach, nach so einer Stadtratssitzung, vor und nach den Beschlüssen vor allen Dingen, sodass man vorher sich einbringen kann und danach nochmal Fragen zu den Beschlüssen stellen kann. Es wäre wünschenswert, wenn das wahrgenommen wird. Die Stadtratssitzungen finden immer am letzten Donnerstag im Monat statt. Somit haben Böhlner wieder am 29. Oktober die Möglichkeit, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Stadt zu beteiligen. RegioTV wünscht Dietmar Berndt viel Erfolg bei der Umsetzung aller Ziele.